Eindrücke und Erlebnisse aus unseren Praktika, in denen wir zur Selbsthilfe ermutigt und Zeit geschenkt haben. Wir, die Luisa Höckerl, Ines Slaven und Sarah, wir sind Schülerinnen der 5a der HLW Sozialmanagement. Und im Rahmen unserer Ausbildung haben wir die Möglichkeit, Praktika zu machen. Aber es sind nicht nur die Praktika, die unsere Schule zu so etwas Besonderem machen, sondern eben auch die Projekte. Und die werden von den Schülerinnen des 4. Jahrgangs geplant und organisiert. Mohammed kann jetzt schwimmen. Lucy kann jetzt an sich selbst glauben. Fadumo fühlt sich auch auf der Straße mit Kopftuch gut. Wamboy weiß jetzt, wie sie Kartoffeln pflanzt. Jack kann jetzt alleine mit der U-Bahn fahren. Fatima kann jetzt Vertrauen aufbauen. Manfred schläft jetzt ohne Alkohol. Marcel zwinkert und sagt ja. Und bei jedem dieser Projekte stand das Thema Zeit im Mittelpunkt. Eines der Projekte stand unter dem Motto Zeit für Lebensbilder. Bei diesem Projekt nahmen sich unsere Schulkolleginnen Zeit, um Menschen kennenzulernen. Dabei haben sie wirklich faszinierende Geschichten gehört und diese dann in einen Kalender verpackt, um genau diese Geschichten dann auch mit anderen zu teilen. Eine andere Gruppe nahm sich Zeit zum Informieren. Ein großes Anliegen war es der Gruppe, einen neuen Schulfolder als Information für potenzielle Schülerinnen ansprechend und authentisch zu gestalten. Dabei wurden die Schwerpunkte unserer Schule aus dem Blickwinkel der Schülerinnen hinausgearbeitet. Zeit zum Ausruhen, das war bedeutungsvoll für die 3. Gruppe. Besonders wichtig ist es, dass man sich im stressigen Schulalltag auch mal eine Auszeit nehmen kann. Und genau das hat die Projektgruppe umgesetzt, indem sie unsere grüne Klasse neu gestaltet hat. Beim nächsten Projekt stand Zeit zum Schenken im Mittelpunkt. Trotz dem schlechten Wetter an diesem Tag haben es unsere Klassenkolleginnen geschafft, durch die Verteilung von Blumen am Hauptbahnhof gute Laune zu verbreiten. Meine Projektgruppe und ich nahmen uns Zeit zum Auffangen. Wir haben einen alten Fallschirm, der, wie Sie alle wissen, dazu da ist, Menschen aufzufangen, verwendet. Unsere Intention war es, die Bestimmung des Fallschirmes weiterzutragen. Deshalb haben wir aus dem Fallschirm Taschen genäht und diese dann verkauft. Und so konnte der Fallschirm erneut einen Menschen auffangen. In unserem Fall wurde mit dem Erlös der Rabbin für einen 11-jährigen Buben finanziert,
der eine Gehirnblutung erlitt und seitdem mit spastischen Lähmungserscheinungen zu kämpfen hat. Der finanzielle Druck wurde gemindert und jetzt ist wieder Zeit für Familie. Das letzte Projekt ist Zeit für Zeit. Das haben manche von Ihnen vielleicht sogar mitbekommen, weil das war im Mai in Graz am Uhrturm. Ja, waren wir ziemlich stolz. Auf alle Fälle, wir leben in einer Gesellschaft, in der man ständig von einem Termin zum nächsten heizt. Ja, war super. Also wir leben in einer Gesellschaft, in der man ständig von einem Termin zum nächsten heizt und man eigentlich immer nur begrenzte Zeit für irgendwas hat. Und mit unserem Projekt wollten wir die Menschen ins Jetzt zurückholen und dann eben für ein paar Augenblicke den ganzen Zeitdruck zu vergessen, um neue Freiheiten zu gewinnen und um Momente ohne Hintergedanken voll und ganz genießen zu können. Die Uhr macht den Druck, nicht die Zeit. Das war das Motto unseres Projekts. Und indem wir den Uhrturm mit einer Plane mit der Aufschrift Jetzt verwildert haben, also wie man da gut sehen kann, haben wir sozusagen den Zeitdruck verschwinden lassen und die Menschen dazu angeregt, im Jetzt zu leben und im Moment zu genießen. Ja, und jetzt bitten wir Sie, sich auch Zeit zu nehmen, um auch bei unserem Schulstand vorbeizuschauen und bei unserem Selbsthilfeteppich mitzuwirken.